Welches Spiel auch immer die Götter spielen, ich wünschte, sie würden aufhören. Der Vormarsch nach Westen war gesichert, die Eroberung der vier Inseln dort nur eine Frage der Zeit, als ein Wirbelsturm von unirdischer Macht unsere drei südwestlichen Inseln zerstörte. Nach einer Phase des Wiederaufbaus haben wir immerhin die nördlichen beiden wieder besiedelt. Die Zeit, die wir dabei verloren, hat Septimus natürlich genutzt und sich sofort nach Norden aufgemacht. Und von Westen droht Zhu Tang. Aber wir dürfen nicht verzagen. Wir sind besser als die beiden. Und es würde mich wundern, wenn ihr Bündnis von langer Dauer wäre. Wenn es Septimus nicht gelingt, sehr weit nach Norden vorzudringen, ist seine Position zu schwach, um gegen mich zu bestehen. Wenn es mir gelingt, seinen Vormarsch rechtzeitig zu stoppen, ist er bestimmt verhandlungsbereit. Schließlich ist er Händler. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 3 in der 5. Ägypten-Mission. In den Westen heißt sie. Und wir müssen Zhu Tang besiegen. Also die hier oben, die Asiaten. Und die hier unten müssen wir nicht unbedingt besiegen. Können wir aber machen. Wir müssen halt bloß schauen, ob die es halt wert sind, dass wir die angreifen oder nicht. Aber schauen wir doch mal. So, und wir müssen aufpassen, dass wir den Vorposten hier nicht verlieren. Heißt also, wir müssen da so schnell wie möglich Soldaten ran schaffen und eine Verteidigung aufbauen. Ja, das ist eigentlich im größten Teil alles, was wir hier machen müssen. Ich überlege mir schon, ob wir die einfach platt machen. Dann werde ich auch gucken, ob wir hier auf der Insel noch was finden. Vielleicht noch ein paar Rohstoffe im Gebirge oder sowas. Dass wir von da aus Rohstoffe hier runter schicken. Und ja, dass wir dann die Rohstoffe nutzen werden, um uns aufzurüsten hier mit Waffen und anderen wertvollen Gegenständen. Hier Gold zum Beispiel oder Werkzeugen, die wir noch brauchen werden oder so. Werden wir mal schauen, was wir so vorfinden hier. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Okay, das sieht ja schon mal sehr spannend aus. Hier werden wir erstmal einen Steinbruch hinsetzen. Am besten hier unten auch nochmal einen. Dann werde ich hier die Frostkette bauen. Den Holz fällt hier und hier. Und das Sägewerk hier unten am besten. Damit die hier einen freien Lauf haben. So, so. Die Soldaten brauche ich auf jeden Fall dann hier oben. Die Geologen können wir schon mal suchen und hier, das sieht auf jeden Fall sehr schwach besiedelt hier noch aus, aber ich denke mal, wenn wir den Turm hier haben, dann können wir hier schon ein bisschen mehr machen. Hoffen wir zumindest mal. Holzfäller. Und dann auf den Rest muss ich warten, okay. So, na, schauen wir mal, ob wir hier uns aufbauen können, schon mal alleine so ein bisschen zumindest, bis wir dann hier vorankommen können. Vielleicht finden wir hier ja auch noch ein paar Waffen oder sowas, weiß ich nicht, aber vielleicht auch Gold oder so, weiß man ja nicht. Das werden wir sehen. Und dann schauen wir auch mal, wie wir uns hier aufbauen überhaupt. Weil sieht ja doch ein bisschen eng aus hier unten. So, hier werde ich auch noch Holzfäller hinbauen erstmal. Und da können wir schon unsere erste Kohlmine hinbauen. Am besten ist immer gleich schnell sich weiterentwickeln hier, egal wie. So, du kommst mal dahin.
das hier ist auch langsam fertig. Sehr schön. Oh, dann nehmen wir das Eisenerz. Dann können wir da schon mal vielleicht eine Eisenerzmine hinbauen. Dann hätten wir beides wenigstens schon mal. Die Holzfällerhütte wird schon gebaut. Es fehlt noch ein Forsthaus hier, genau, das Sägewerk. Und dann. Da sind schon die gelben, okay. Also müssen wir hier auf jeden Fall schon mal aufpassen. So, eine Kohlenmine am besten hinbauen. Das Land hier oben auf jeden Fall einnehmen. Wir brauchen den Platz auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie wir das so gut hinkriegen. Vor allem, wie wir das hinkriegen wollen mit dieser kleinen Insel hier. Bin ich noch ein bisschen überfragt. Aber mir wird da schon was einfallen. Irgendwas kriegen wir auf jeden Fall hin. Da kannst du erstmal Holz sammeln. Damit du was zu tun hast. Und du kannst ja hier unten sammeln. Hätte ich den ja gar nicht bauen müssen eigentlich, aber egal. Lieber habe ich den, als wenn ich gar nichts hätte, dann. So geht's auch. So, wir können ja mal mit einem Soldaten hier rumgucken, was wir hier nur so am Land haben. Damit wir uns ein bisschen darauf einstellen können, wie wir weiterbauen. Wird sonst ein bisschen schwierig, wenn wir hier keinen Platz hätten. So, hier ist schon mal Wasser, das ist schon mal sehr gut. Den Fluss können wir sehr gut gebrauchen. Wir müssen mal gucken, ob wir hier auch irgendwie Getreide anbauen können. Da ist ein Sumpf. Der gefällt mir ja nicht. Der stört auf jeden Fall. Okay, hier ist fruchtbares Land. Hier sind noch Steine. Also eventuell könnte man hier dann Getreidefarmen bauen. Ah, das ist auch nur so ein ganz kleines Stückchen, war ja. Ich glaube, wenn ich Pech habe, habe ich hier nichts. Und ich habe sehr oft Pech. In der Hinsicht. Die Geologen können wir hier oben weiter gucken. Wir warten erstmal, bis das fertig ist. So, Freundchen, kannst du hier hochgehen? Durchsuchen wir das Land hier weiter, ob du vielleicht noch was findest. Schon mal Wasserwerk hinbauen, das werden wir auf jeden Fall sehr brauchen. Okay, da ist schon die Insel wieder zu Ende. Das sieht auf jeden Fall sehr scheiße aus hier. Ich glaube, ich brauche die Insel da oben noch, um das Getreide anzuschaffen. Oder gleich die Nahrungsquellen. Weil hier werde ich so schnell nicht an Nahrung rankommen. Das ist natürlich doof. Na gut, da brauche ich die andere Insel auf jeden Fall. Dann muss ich mich mal darauf vorbereiten, dass ich die mit einnehme. Dann brauche ich auch gleich den hier noch dazu. Wenn ich den Platz finde. Also Platz bestimmt, aber. Am liebsten wäre mir, dass ich den hier oben hinbauen kann. Den Anlegeplatz. Aber passt erstmal nicht hin. Da ist Kohle und Eisenerz noch ein bisschen. Das ist auf jeden Fall gut, dass hier alles ist. So, was bauen die da wohl hin? Hier brauche ich noch drei. Jetzt noch zwei Steine, okay.
Sägefritzen haben wir aber, ja. Gut, da meckert keiner wegen. Haben wir nicht. Das ist schon mal gut. Die Werft ist fertig. Dann werden wir mal die ganzen Soldaten erstmal darüber schicken, bevor wir hier einen Anlegeplatz bauen. Der ist zwar auch wichtig, aber ich brauche auf jeden Fall erstmal die Soldaten da drüben. Nicht, dass die sich hier einfallen lassen. Ja, den können wir mal schnell angreifen. Ne? Dann wäre ich da oben am Arsch. Nee, nee, nee. So schnell wollen wir ja nun nicht verlieren, ne? So, hier passt nichts weiter hin erstmal, okay. Ist nicht so dramatisch. Na komm schon. Ein Holz und ein Stein. Da ist der Stein, da ist das Brett, okay, dann ist es fertig. Immerhin. Konnten wir hier uns schon mal ein bisschen ausbreiten dann. Auch wenn es nicht viel ist. Und hier muss ich auf jeden Fall noch ein großes Wohnhaus dann hinbauen. Wenn das hier fertig ist. Dann werde ich das hier mit Landeinnehmern den Rest einnehmen. Und ein paar werde ich dann auch schon mal zur Insel hochschicken. Und dann müsste es eigentlich hinhauen. Hoffen wir es zumindest. Drin, da können wir das Wohnhaus hinbauen. Da brauchen wir die Schmelze hin. Genau. Dann werden wir hier noch eine Eisenmine bauen. Da drüber gibt es noch. Ja, da ist schon halbwegs auch Kohle. Da müssen wir gucken. Wir können ja mal hier gucken, was da noch so zu finden ist. Aber auch eine Werkzeugschmiede gleich mal bauen und eine Waffenschmiede und eine Kaserne dort. So, der hat schon alle Bretter da, sehr gut. Und die Träger laufen auf Hochtouren jetzt. So, versucht mal da schön. Ja, gut, dass wir den Turm noch rechtzeitig gebaut haben. Dem Turm noch ein bisschen vorwärts kommen. Ich glaube, da wird noch ein bisschen Material fehlen, oder? Ah ne, da liegt schon der Stein. Okay. Dann haben die genug Material da. So, ihr bleibt mal schön hier stehen. Dann könnt ihr meinetwegen den Turm gleich einnehmen. Wenn ihr es denn schafft, dann solltet ihr aber schnell sein. Okay. Ach du Schande. Ich wollte es wenigstens mal probieren. Haut ab hier. Dass sie schon so starke Soldaten auch haben, ist schon eine Schweinerei. Na, da traut sich einer. Na, mal schauen. Ah, jetzt haut er wieder ab, okay. Also trauen tun sie sich schon ein bisschen was. So, du bist hier. Ich hoffe, du wirst da nicht gleich angegriffen. Lohnt sich eigentlich gar nicht, das bisschen Land verdeckt, da kriege ich gerade viel. Das ist natürlich doof. Aber na gut, wenn ich diese Daten hier rüber kriege, könnte ich versuchen, die hier mal anzugreifen.